Mayday, Mayday! Hier ist Haupt Alpha! Ich sage, wir gehen da rein und bringen sie alle um. So geht's uns doch allen hier. Ich brauch kein scheiß Kindermädchen. Bitte antworten! Das Gleiche sagen. Halten Sie Ihr scheiß Maul! Jens Tod erscheint sinnlos. Sergeant Zevchenko, sind Sie das? Ja, Sir. Mehr brauche ich nicht. Die neue Sonne hat das Petrosit-Netz zerstört. Die Abwehr der Stadt ist größtenteils deaktiviert. Aber wer weiß, wie lange. Absturzstelle sichern und weitere Befehle erwarten. Okay, verstanden. Alpha Ende. Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Killzone 2. So, Absturzstelle sichern und abwarten. Ja, das letzte Mal ging unser riesiger Zerstörer, ich nenne es mal Zerstörer, ja, der ist hier down gegangen. Unser Colonel wurde erschossen und er hat das Ding in den sicheren Tod navigiert, manövriert. Und ich glaube ganz ehrlich, das war geplant. Warum, habe ich nicht ganz begriffen, aber er wird seine Beweggründe gehabt haben. Ob das alles so sinnvoll ist, wir wissen es nicht. Denn auf diesem Frachter sind natürlich auch aber tausende verbündete Menschen gewesen. Ich denke, das war so ein bisschen eine Ego-Nummer, aber okay, warum nicht? Wow, nicht schießen! Scheiße, wer sind Sie? Private Richards, mein Einsatzteam ist auf einem Außenposten in der Nähe. Schauen uns um und meiden die Hick-Patrouille. Hey, was ist denn das für ein Scheiß? Weiß nicht. Ist das ein Mech? Ich wollte mir gerade ansehen, als ihr Cowboys gekommen seid. Was? Ah. Okay. Geil. Ich bring das zurück zum Außenposten und lasse euch Jungs hier eure Arbeit machen. Kein Fall. Seth, nehmen Sie das Exo nach oben. Das Exo? Das Exo, ja? Wie Sie wollen. Nicht der? Oder die? Das Exo. Na gut, geil. Ich weiß noch, im dritten Part, also im dritten Teil von Killzone, gibt's öfter mal so Einlagen mit so einem Mech. Aber das ist natürlich geil. Oh, guck mal hier, welchen Verschwimmeffekt man da vorne hat. Das sieht ja optisch richtig lecker aus. Obwohl ich es auch ganz geil finde, dass das jetzt nicht inflationär genutzt wurde, sondern normal. So, das ist bestimmt die einzige Stelle, wo man das benutzt. Das ist ein Gegner, oder? Nee, ein Spinn. Eine Spinne. Ich hasse Spinnen. Ich muss schon sagen, meine Waffe hat echt Wumms. Gegen die Spinnen kannst du nicht so viel anrichten. Ist das übertrieben, was ich mache? Nein, das ist völlig normal. Ich hätte jetzt gerechnet, dass da Hellgas kommt. Da waren so viele Fässer, aber irgendwie nicht. Vielleicht auf dem Rückweg dann. Ups. Wo muss ich denn hier hin? Los, Mann, machen Sie die Augen auf. Sehen Sie hier irgendwo Jungs mit Abzeichen? Die haben die ganze Sache verbockt, aber wir bekommen eins drauf. Pass auf, was du sagst. Gott ist ja chronisch angepisst. Wollen Sie hier der große Kriegsheld werden? Es ist vorbei. Und Ihr Freund Templer hat uns hier in der Scheiße sitzen gelassen. Oh Gott, das ist ja wie im Kindergarten hier. Alter, das war aber zu viel. Das darf man nicht. Also wenn einer am Boden ist, dann macht man nicht. Nur wenn es ein Gegner ist. Ich muss dem Respekt beibringen. Bewegung. Alter, ist der chronisch aggressiv. Ich glaube, ich muss ihm ganz ehrlich mal... Dass er mal wieder klar sieht. Alter, der hat ihn getötet. Der hat ihn getötet. Er hat ihm das Gesicht gedreht und getötet. Das ist echt zu viel. Also, dass das mein Kollege ist, das möchte ich so. Oh, geil. So muss das sein, mit einem Schuss. Jawohl, ja. Guck dir das an. Endlich habe ich mal richtige Waffen. Endlich die dicken Kavanzmänner. Jetzt geht's los hier. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich vermute, ich muss ihn abschießen. So, easy peasy. Warum haben wir die ganze Zeit nicht schon das Ding benutzt? Das ist doch völliger Nonsens. Warum habe ich mich die ganze Zeit abgequält?
wenn es so einfach ist. Ich verstehe es nicht. Das muss mir bitte irgendwer erklären. Wir haben Panzer, wir haben Flugzeuge. Was nehmen wir? Flammenwerfer, selbst gebastelt. Geil. Easy peasy. Aber liegen bleiben, Freundchen. Jawohl. Das geht kaputt. Dann können wir da durch. Ja, kein Problem hier. Aus sicherer Entfernung wird draufgeholzt. Ja, Panzerpolster. Ey, nicht lache. Dass ich nicht lache hier. Die können doch gar nichts. Zack. Jawoll. Eine fette Bazooka in die Schnauze. Kein Problem. Wir haben Buggies. Wir haben so einen Walker. Also, was ist denn da bitte? Aber irgendwie gehen es mir dann doch ganz gut auf den Sack. Oh, meine Scheibe geht kaputt, oder? Jetzt reicht's. Nicht meine Scheibe. Oh, mit einem Schuss schon ist er weg. Ja, wo ist denn da oben, Alter? Ich sehe gar nichts mehr. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob überhaupt noch wer auf mich schießt. Hier schießt gar keiner mehr. Krass, eine Rakete. So ungefähr in die Nähe geschossen. Oh, warte, ich will nicht alle. Ganz gleich loslassen. Jawohl. Zack, hier ist auch noch was. Zack. Zack. Gut. Rote Fässer, Leute, müssen zerstört werden. Es ist wichtiger als ein Gegner. Wir sind an der Absturzstelle. Das Netz wird sicher für einige Zeit nicht funktionieren. Gut. Die Aufklärung hat eine alte Rakete bei der Absturzstelle gefunden. Ach, ich kann sogar schnell rennen. Schnell rennen. Ich kann auch langsam rennen. Oh, Panzer. Versuch's, aber die haben Panzer. Feindlicher Panzer, schalten Sie ihn aus, Sir. Ja, zwei. Halten Sie die Panzer aus, damit es jawohl, die ganze Brücke wird zerstört. Easy peasy. Geht meine Brücke auch kaputt? Ich hoffe nicht. Lalalalalalala. Das Wandern ist des Soldiers Lust. Das Wann. Okay, aufsitzen und dann machen wir diese Scheiß-X fertig. Ich sitze hier nirgendwo auf. Ich bleibe hier in meinem Walker drin. Die Panzer müssen weg. Na, welche Panzer? Ah, der da. Ey, Panzer, du fährst mir gerade den Weg rum. Oh oh. Mein Mech mappt. Der Mech Mapper. Ich gehe einfach mal von der Seite. Ja? Der fucking Panzer gibt nicht auf. Los, schalten Sie die Panzer aus, Sergeant. Hab ich doch. So, nächste bitte. Ich weiß gar nicht, machen die auch Schaden hier, die Normalo-Gegner? Ja, die Panzer. Eieieiei. Mein Mützchen oben hängt aber auch ziemlich weit raus. Ups, das war meiner. Minus eins für mich. Warte mal, ich krieg voll auf den Sack. Yo. Wer steht hier im Wege rum? Du Sack. Deswegen bist du, ich bin gerade auf ihn draufgetreten. Er stand auch wirklich kacke. So. Ich glaube, drei Schuss oder so halten die aus, ne? Alter. Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mit meinem MG überhaupt Schaden verursache beim Panzer, aber ich versuch's immer wieder. Obwohl ich ja eigentlich nur meine Position verrate.
Da oben, der ist der Halunke. Aber ich habe wirklich schon einen Riss. Der nervt. Na, warte. So, jetzt, komm her. Wo ist denn der Panzer? Hier ist doch gar keiner mehr. Der ist weggefahren. Seht ihr den Panzer? Ich sehe keinen Panzer. Hier hinten? Ach, hier sind auch noch Gegner. Ja, hallo. Ach Gott. Ja, ich verstehe das Problem. Guck mal hier, sofort gelöst das Problem. Aber er sieht auch nur Probleme. Verstehe, ich löse Probleme. Das ist halt der Unterschied zwischen mir und ihm. Jetzt müssen wir nur noch unsere Einheiten in der Stadt treffen. Dann können wir den Palast säubern. Ich weiß, die Sache mit der neuen Sonne macht euch zu schaffen. Aber wir müssen uns auf unsere Mission konzentrieren. Ich werde nicht warten, bis uns seine scheiß Armee erledigt. Was soll's? Wir sind eher am Arsch. Wie sieht's aus, Seth? Der Rest unserer Sturmeinheit hat gerade gemeldet, dass zwei ganze Hellgast-Regimenter auf dem Weg zu uns sind. Radex Leibwache ist die Vorhut. Die sind sicher angepisst, dass ihre Stadt zerstört ist und wollen uns die Eingeweide rausreißen. Also ja, Natko hat recht. Wir sind sowieso am Arsch. Aber das hat uns noch nie gestört. Okay, zeigen wir es ihnen.